Hallo liebe YouTube-Community, ich habe mich letzte Woche nicht mehr mit einem Update von der Karrieremesse gemeldet, aber das möchte ich heute nachholen und außerdem auch ein paar Neuigkeiten verkünden. Und zwar habe ich ein Jobangebot bekommen von der Stelle, wo ich gerade schon als Werkstudent arbeite, und darüber freue ich mich natürlich total, dass ich da das Vertrauen in mich gebracht wird, dass ich da auch Vollzeit arbeiten könnte. Und das ist ein cooles Angebot und ich werde auf jeden Fall darüber nachdenken, es anzunehmen. Einfach auch, weil es mir die Suche natürlich ersparen würde, was auch zu meinem zweiten Thema dann schon die Überleitung ist, der Karrieremesse. Ich war auch nur ganz kurz dort eigentlich, weil ich nur ein paar wenigen Unternehmen Interesse hatte. Die meisten waren mehr in solchen Bereichen angesiedelt, wie die jetzt einfach für mich nicht besonders relevant gewesen wären. Und deswegen hatte ich mir vorher, vor der Messe, genau rausgesucht, zu welchen Unternehmen möchte ich gehen. Und habe mir dann überlegt, wie spreche ich die Unternehmen am besten an und was nehme ich damit. Und ich habe es jetzt so gemacht, dass ich mit meinem Lebenslauf auf die Karrieremesse gegangen bin, zu dem ich obendrauf so ein kleines Mini-Anschreiben gemacht habe, das ich aber ein bisschen kreativ gestaltet habe, indem ich so eine Begriffswolke über mich gemacht habe. Und halt mit meinen Kontaktdaten, dann praktisch statt einer Visitenkarte, wo man dann nochmal draufschreibt, was man machen will, habe ich dann halt einfach so eine kleine kreative Wolke über mich gemacht. So eine Wortwolke, wo man dann so ein bisschen sehen konnte, was ich schon gemacht habe und für was ich qualifiziert bin. Und das ist eigentlich auch ganz gut angekommen. Aber es war schon so... Ich glaube, man hätte es trotzdem leichter, wenn man jetzt nicht... Also ich finde, als Geisteswissenschaftler muss man sich irgendwie rechtfertigen, warum man bei dem Unternehmen arbeiten möchte. Und als BWLer oder Informatiker oder so ist man gleich so, oh, den wollen wir unbedingt haben. Aber es hat trotzdem, finde ich, ganz gut geklappt. Ich habe auf jeden Fall eine Visitenkarte eingesammelt von dem Unternehmen, das mich am meisten interessiert hat. Und da kann man ja auch einfach mal anrufen, das ist immer ganz gut. Also es war auf jeden Fall erfolgreicher als letztes Jahr und ich kann es auf jeden Fall empfehlen für Leute, die sich bei einem Unternehmen erstmal informieren wollen und irgendeinen Fuß reinzubekommen, ist so eine Karrieremesse, so eine Jobmesse auf jeden Fall sinnvoll. Und deswegen kann ich euch das nur weiterempfehlen. Ansonsten, wie habe ich jetzt meinen Job gefunden eigentlich? Dadurch, dass ich halt dort schon gearbeitet habe und dort die Kontakte knüpfen konnte und zeigen konnte, was ich kann. Und das ist natürlich ein riesen Vorteil, wenn man solche Kontakte schon hat, bevor man mit dem Studium, das Studium beendet. Ansonsten schreibe ich weiter an meiner Masterarbeit, bin jetzt so von der Hälfte der Seitenanzahl etwa, bin ich fertig und habe noch 3 Monate. Also jetzt kommt die heiße Phase sozusagen und ich bin gespannt, ob es noch weiterhin gut klappt. Ich werde euch auf jeden Fall updaten. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, meldet euch und ansonsten wünsche ich euch eine schöne Woche. Ciao!